Rechts hinter dem Regenbogen liegt das Regenbogenland. Es ist unendlich groß und wunderschön. Und die Sonne scheint auch jeden Tag. Dort ist alles bunt und fröhlich, denn Regina Regenbogen mit dem lustigen Stern auf der Wange und ihre Freunde sorgen dafür, dass alle Farben des Landes immer um die Wette leuchten. Wollen wir mal schauen, wie sie das machen? Gut, dann komm mit. Ausgelassen toben die Regenbogenkinder in ihrem Garten herum. Die Sonne strahlt, keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen. Und selbst Grummel Griesgram scheint keine Lust zu haben, diesen Tag durch seine üblen Streiche zu verderben. Maria Mandarina hat ihre Staffelei aufgebaut und malt ein Bild von dem Haus der Regenbogenkinder. Regina, sieh doch mal. Ja, Maria, was ist denn? Oh, du machst ein Bild von unserer Zauberburg. Das finde ich gut. Wir haben noch kein einziges Bild davon. Und es wird so schön bunt. Fällt dir gar nichts auf, Regina? Nein, eigentlich nicht. Es wird ein hübsches Bild. Wie ich das finde? Auch nicht an unserer Zauberburg? Nein, wieso? Die ist doch wie immer, oder nicht? Das ist sie nicht. Nein, wieso? Mir fällt wirklich nichts auf. Weil du dich daran gewöhnt hast, ebenso wie wir alle. Wir sehen die Zauberburg jeden Tag und wir merken gar nicht, wie sie sich langsam verändert. Überall ist die Farbe abgeblättert oder schon ganz verblasst. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Wir müssen unbedingt was tun. Vielleicht sollten wir es mal mit Zauberkristallen versuchen. Was höre ich da? Unser Haus ist nicht mehr schön. Hallihallo, ihr habt recht. Die Farben leuchten gar nicht mehr. Siehst du? Auch Rotbart hat es gemerkt, obwohl er sonst immer nur rote Farben sieht. Na, was machen wir denn da? Ob wir einfach nur Farbkristalle werfen? Oder malen wir die Zauberburg ganz neu und anders an als bisher? Oh ja, das ist eine prima Idee. Wir könnten einiges noch viel schöner machen. Oh Gott, da kommt aber viel Arbeit auf euch zu. Habt ihr das gehört? Regina möchte, dass ihr unsere Zauberburg neu anmalt. Das ist doch eine tolle Idee. Ja, dazu habe ich Lust. Oh ja, das macht bestimmt viel Spaß. Und nicht nur draußen muss gemalt werden, innen auch. Ja, drinnen tapezieren wir. Oh, wie findet ihr das? Wir suchen uns die tollsten Tapeten aus. Unsere Zauberburg muss noch viel lustiger werden. Oh Gott, du willst noch heute anfangen, Regina? Ja, Weißwurbel. Woher weißt du das? Du machst ja immer alles gleich. Anstatt erst einmal in aller Ruhe nachzudenken und vielleicht noch eine Nacht darüber zu schlafen. Ach, du bist schrecklich aktiv. Und du bist so faul, das gibt es gar nicht. Aber wir schieben nichts auf die lange Bank, sondern fangen gleich an. Hm. Ja, das wird ein Riesenspaß. Der kleine Bösewicht Grummel Griesgram und sein Freund und Diener Schleichmichel waren in ihrer unordentlichen Höhle. Schleichmichel war müde. Er schaffte es gerade, ein Auge aufzuhalten, um Grummel Griesgram zuzusehen, der um einen großen Topf mit einer dampfenden Flüssigkeit herumtanzte. Was machst du da eigentlich, Grummelchen? Es wird höchste Zeit, dass du dich dafür interessierst, Schleichmichel. Ich braue das Zaubermittel zusammen, von dem das Pilzmännchen erzählt hat. Das Pilzmännchen? Was für ein Pilzmännchen? Ach, du warst ja gar nicht dabei, als ich ihm begegnet bin. Pass auf, das war vorgestern, als ich im Pilzwald war. Da bin ich mit diesem Männchen ins Gespräch gekommen. Tatsächlich, Grummelchen? Ist es nicht vor Schreck weggelaufen, als es dich gesehen hat? Hör auf mit dem Unsinn! Willst du nun wissen, was mir das Männchen erzählt hat, oder nicht? Muss ich es unbedingt erfahren? Ich möchte so gern schlafen. Ja, jetzt. Ich kann es nicht länger für mich behalten. Es geht um ein riesiges Geheimnis. Das Pilzmännchen hat mir ein großartiges, irrsinnig wichtiges Rezept verraten. Ist das aber so wichtig, dass ich nicht erst schlafen darf? Noch viel wichtiger. Hör zu. Ich habe nur ein paar Tropfen von diesem Gebräu gegen die Zauberburg der Regenbogenkinder gespritzt. Und schon blättert die Farbe ab. Ach, das ist aber schade.
Die schöne Burg? Ist das wirklich wahr? Ja, es ist wahr. Wie du weißt, habe ich überall in den Blumen meine Spionohren versteckt. So konnte ich hören, wie Regina Regenbogen und Maria Mandarina sich darüber unterhielten. Die Zauberburg verliert ihre Farbe. Das ist aber schade. Schade? Überhaupt nicht schade. Im Gegenteil, sie wird jetzt erst richtig schön. Noch ein wenig mehr von dem Eintopf aus giftigen Pilzen. Dann wird die Zauberburg in ja, den... Ja, und wie wird sie dann? Also sie wird... Nun hör doch mal auf zu lachen und sage mir, wie die Burg dann wird. Ja, ich versuche es ja. Also, sie wird... Ach, ist das schön! Na. Oh, ich kann nicht mehr reden, ich muss lachen. Ich muss immer zu lachen. Während Grummel Griesgram sich ausschütten wollte vor Lachen, rannte der Sternwicht Rotbart zum Bergwerk, um von dort Farbkristalle zu holen. Richard Rosenherz hatte ihm den Auftrag gegeben und der etwas schusslige Rotbart nahm sich vor, es auch wirklich nicht zu vergessen. Doch leider war es wie so oft. Rotbart hatte alles Mögliche im Sinn, als er endlich beim Bergwerk war, nur nicht, warum er gekommen war. Und das lag daran, dass einige andere Sternwichte Schmetterling fangen spielten. Hallo Blaustern, Gelbwuschel, Grünschnabel, was treibt ihr denn hier? Hallo Rotbart, willst du mit uns spielen? Wir wollen Schmetterlinge fangen. Aber die Schmetterlinge sind zu schnell für uns. Wir haben noch keinen einzigen erwischt. Noch keinen? Wartet, ich zeige euch, wie man das macht. Habt ihr kein Netz? Ein richtiger Schmetterlingsfänger braucht ein Netz. Wozu das denn? Ihr Dummchen! Wenn ihr die Schmetterlinge mit den Händen fangt, verletzt ihr sie. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Aber wo kriegen wir so ein Netz her? Im Bergwerk gibt es es nicht. Bergwerk? Hallihallo, da wäre mir ja beinahe was passiert. Ich soll doch Farbkristalle holen. Das hätte ich beinahe vergessen. Dann willst du nicht mit uns spielen? Jetzt nicht, später. Ich muss die Kristalle für unsere Zauberburg holen. Ach, und ihr solltet auch nicht spielen, sondern lieber helfen, unsere Burg wieder schön zu machen. Ach ja, das macht doch viel mehr Spaß, als Schmetterlinge zu fangen, die immer wegfliegen, wenn wir sie Beine schon haben. Los, dann kommt mit! Griesgram fand es gemein, dass Schleichmichel so müde war und unbedingt schlafen wollte. Er hätte ihn gern dabei gehabt, als er zum Bergwerk ging. Doch sein tollpatschiger Freund rührte und regte sich nicht. Daher machte Grummel Griesgram sich brummelnd allein auf den Weg. Er kam gerade beim Bergwerk an, als Rotbart und die anderen Sternwichte schwer beladen mit Farbkristallen herauskamen. Oh, da seid ihr ja, ihr lieben Sternwichte. Ich habe mich so darauf gefreut, euch zu sehen. Hallihallo, da lügt aber jemand. Was sagst du, Rotbart? Ich lüge? Das finde ich aber gar nicht nett von dir. Ich weiß, ich bin manchmal ein wenig mürrisch. Und es kann auch schon mal vorkommen, dass ich euch ein wenig ärgern möchte. Aber ich sage immer die Wahrheit. Tatsächlich? Das ist aber neu. Beinahe hätte ich gesagt, Hallihallo. Aber ich will dich ja nicht nachäffen. Ach, ihr lieben Wichte, es ist ein so schöner Tag, dass ich am liebsten nur in der Sonne liegen würde. Und warum tust du es nicht? Eine berechtigte Frage, Blaustern. Tja, warum tue ich es nicht? Ich will es dir verraten, weil ich heute richtig glücklich bin. Du bist glücklich, Grummel Griesgram? Wie kommt das denn? Hast du eine Blumenwiese zertreten oder irgendjemanden geärgert? Oder hast du mit deiner Graukanone geschossen? Aber, wie kannst du so etwas sagen, Rotbärtchen? Ich bin doch nur glücklich, weil es mir gelungen ist, so wundervolle Bonbons zu machen. Bonbons? Ach, so lecker!
leckere Bonbons, dass ich sie am liebsten alle alleine essen würde. Aber ich habe ein großes Herz. Und ich bin nun mal vernarrt in euch, liebe kleine Sternwichte. Stimmt das auch, Grummelgrießkram? Aber ja, Gelbwuschel, wenn ich es doch sage. Gibst du mir mal einen von deinen Bonbons? Aber gerne doch. Hier, nimm. Du glaubst ja gar nicht, wie gut die schmecken. Hier hast du einen. Und ihr? Rotbart, Blaustern, Grünschnabel, was ist denn mit euch? Ihr möchtet doch sicher auch einen Bonbon, hm? Na, nehmt ruhig. Ich hab ja reichlich davon. Bitte, 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 bitte. Lecker, oh, sind die toll. Ach, das tut mir richtig gut. Ihr glaubt ja gar nicht, wie schön es ist, wenn man anderen eine Freude machen kann. Regina Regenbogen und ihre Freunde warteten schon ungeduldig auf den Sternwicht Rotbart. Sie fragten sich, warum es so lange dauerte, bis er zurückkam. So weit war doch der Weg nicht. Um sich die Zeit zu vertreiben, holten sie Pinsel und Farbe und begannen schon mal damit, hier und da ein wenig an der Zauberburg zu malen. Hallo, liebe Freunde, ihr seid ja so still und das bei dem schönen Wetter. Hat niemand Lust, auf dem Rücken des wundervollsten Pferdes, das man je gesehen hat, durch den Park zu reiten? Sternschnuppe, gut, dass du kommst. Du könntest mir einen Gefallen tun. Regina, du weißt, dass ich dir jeden Gefallen tun würde. Was soll es sein? Ach, wir warten schon so lange auf Rotbart. Richard Rosenherz hat schon nach ihm gerufen, aber er kommt einfach nicht. Mein Sternwicht sollte Zauberkristalle aus dem Berg wegholen. Aber wahrscheinlich hat er es mal wieder vergessen. Wenn sich irgendwo eine Gelegenheit zum Spielen ergibt, ist sowieso alles vorbei. Den kleinen Burschen will ich gerne holen. Wartet, ich bin gleich zurück. Du solltest mal ein ernstes Wort mit deinem Wicht reden, Richard. Natürlich nicht zu ernst. Ich werde ihn mal an seinem roten Bart ziehen. Vielleicht hilft das ja. Hört euch bloß mal die Tür an. Die Scharniere sind ganz verrostet, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich habe die Scharniere erst gestern eingeölt. Aber Richard, das kann doch gar nicht angehen. Es ist aber so. Ich weiß es genau. Irgendjemand muss dafür gesorgt haben, dass ich Rost ansetzen kann. Über Nacht? Das hätte selbst Grummelgrießkram nicht geschafft. Doch, vielleicht doch. Mit einem Zaubertrick. Aber Grummelgrießkram kann doch nicht zaubern. Ja. Das konnte er noch nie. Und Schleichmichel auch nicht. Sternschnuppe kommt zurück. Sie bringt fast alle Sternwichte mit. Bloß mich nicht, weil ich schon hier bin. Sei doch nicht so albern, Weißmuffel. Oh, so, da bin ich wieder. Absteigen, ihr kleinen Wichte. Was ist denn los? Ihr schnattert ja alle durcheinander. Dabei versteht man kein einziges Wort. Halt, halt, seid doch mal ruhig. Lass nur einen reden. Rotbart, sag du uns, was los ist. Warum seid ihr so aufgeregt? Weil wir die schönsten Farbkristalle gefunden haben, die wir je gesehen haben. Seht mal, ich werfe sie gegen unsere Zauberburg, damit sie wieder schön wird. Jetzt! Nein, nein, nicht! Nein, nicht, was macht ihr denn? Nein. Was tut ihr da? Ihr macht alles schwarz. Was sind das für Kristalle? Unsere schöne Zauberburg. Oh, ihr habt sie ganz schwarz gemacht. Was habt ihr gemacht? Spinnt ihr alle? Rotbart! Ja, Richard, was ist? Du solltest Kristalle von allen Farben holen. Aber du hast nur pechschwarze geholt. Wo hast du die her? Aus der Graukanone von Grummelgrießkram? Nur schwarze? Hallihallo, Richard. Bist du farbenblind? Unsere Zauberburg war noch nie so schön bunt, wie diese Farben leuchten. Ich finde das ganz toll. Ja, was habt ihr? Wieso ist alles schwarz? Das stimmt doch gar nicht. Ich sehe alle Farben, vor allem viel Blau. Du auch, Blaustern? Ich sehe die vielen Farben auch. Die sind doch spitze. Gelbwuschel, jetzt reicht es aber. Unsere Zauberburg ist pechschwarz. Sie sieht richtig hässlich aus. Was redet ihr für einen Unsinn? Sie sind doch schön, ich weiß gar nicht. Ihr wollt uns ja bloß ärgern. Aber das finde ich richtig gemein. Kommt, wir gehen spielen. Wer ist dabei? Ja, ich auch. Rotbart, hier geblieben.
Oh, was ist bloß in Sie gefahren? Erst machen Sie so einen Unsinn und dann laufen Sie einfach alle weg. Ich verstehe das nicht. So haben sich die Sternwichte noch nie benommen. Es gab jemanden, der wusste sehr genau, was mit den Sternwichten passiert war. Grummel Griesgram. Ausgesprochen fröhlich kehrte er zu seiner Höhle zurück. Er musste sich durch allerlei Müll und Unrat kämpfen, bevor er sie betreten konnte. Aber das störte ihn nicht. Ganz im Gegenteil, das fand er so richtig schön. Ja, ach, die habe ich aber angeschmiert. Köstliche Bonbons, wundervolle Bonbons. Wer möchte noch eine Bonbon? Du Schleichmichel? Nein, du lieber nicht. Was ist los, Grummelchen? Bist du das? Was singst du denn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Bist du krank? Wieso bist du so vergnügt? Es blitzt und donnert doch gar nicht. Na du, hast du wieder Unfug gemacht? Ich? Hast du endlich ausgeschlafen, du Schlafmütze? Du glaubst ja gar nicht, was du alles verpasst hast. Ich soll etwas verpasst haben? Ja. Ja, du hast recht. Das glaube ich nicht. Doch, das hast du. So, und was ist das, was ich verpasst habe? Hör zu, ich hab dir doch... ich hab dir doch von dem Zaubergebräu erzählt, das ich von dem Pilzmann habe. Erinnerst du dich? Ja, ganz schwach. Irgendwas hast du erzählt. Was ist das für ein Zaubergebräu? Es wird aus giftigen Pilzen gewonnen. Dann ist ein Stück von einem Schlangenzahn darin, ein Haar vom Rücken einer Waldspinne, der große Zeh von einem toten grünen Frosch, viel Honig von wilden Heidebienen und... Wie lecker. Und was willst du damit? Unkraut vernichten oder Ungeziefer vernichten? Nein, wo denkst du hin? Ich habe Bonbons daraus gemacht und die habe ich den Sternwichten gegeben. Was hast du getan? Das hast du doch gehört. Ich habe Bonbons. Grummel Griesgram, willst du, dass ich dein Feind werde? Du, mein Feind? Schleichmichel, warum denn? Du bist doch mein bester Freund. Eigentlich der einzige Freund, den ich habe. Wenn du die Sternwichte vergiftet hast, dann bist du nicht länger mein Freund. Aber ich habe sie doch nicht wirklich vergiftet. Sie sind nur ein bisschen farbenblind geworden. Und das ist ja auch nicht wirklich gefährlich. Außerdem bleiben sie es ja nicht. Schon morgen können sie wieder richtig sehen. Es war trotzdem gemein von dir. Aber Schleichmichel, wie redest du denn mit mir? Du wirst doch nichts gegen ein klitzekleines bisschen Gift haben. Oh, dagegen habe ich eine ganze Menge. So etwas darf man nicht tun. Aber warum denn nicht? Es hat doch so viel Spaß gemacht. Ja, dir vielleicht. Aber den Sternwichten ganz bestimmt nicht. Und den Regenbogenkindern auch nicht. Außerdem weißt du ja gar nicht, wie gefährlich das Gift wirklich ist. Doch, das weiß ich. Das Pilzmännchen hat es mir ja gesagt. Ach, und das glaubst du so einfach ohne weiteres, hm? Und wenn es gelogen ist, wenn es ein Gift ist, das ganz gefährlich für die Sternwichte ist, das ist kein Streich mehr, Grummel Griesgram. Das ist eine böse Tat. Wirklich, Schleichmichel? Ja, wirklich. Es tut mir aber leid, ehrlich. Ich möchte ja nicht, dass die Sternwichte krank werden. Und vielleicht... Oh nein, daran mag ich gar nicht denken. Grummel, wir müssen den Sternwichten ganz schnell das Gegengift geben, bevor es zu spät ist. Gegengift? Woher bekomme ich das Gegengift? Du hast doch vor 2 Wochen das große Buch der Gifte auf dem Sperrmüll gefunden. Ja. Es liegt da hinten in der Ecke. Da steht es vielleicht drin. Ja, da sehen wir nach. Und wenn wir das Rezept finden... Machen wir ganz schnell das Gegengift und retten die Sternwichte. Ja, das machen wir!
Bestürzt blickten die Regenbogenkinder den Sternwichten nach. Sie konnten sich nicht erklären, was mit ihnen geschehen war. Und sie hatten keine Ahnung, was sie tun sollten. Was machen wir bloß? Ob wir uns um sie kümmern müssen? Ach, das glaube ich nicht. Ich kenne meinen Rotbart. Er ist heute zwar eigenartig und frech, aber morgen wieder wie sonst. Du meinst, die Sternwichte wollen uns bloß einen Streich spielen, Richard? Ja, das glaube ich, Maria. Und ich schlage vor, dass wir uns jetzt um unser Zauberhaus kümmern. Es ist ganz schwarz und schmutzig. Ja, wir müssen wirklich was tun, um es sauber zu machen. So was Verrücktes. Da bringen sie uns doch tatsächlich lauter schwarze Farbkristalle und benehmen sich, als wären sie Grummelkriegskram. Ob der vielleicht dahinter steckt? Ach, das glaube ich nicht. Komm, wir holen Wasser und Seife und dann machen wir den großen Hausputz. Ja. Unser Zauberhaus muss wieder das schönste Haus im Regenbogenland werden. Das wird es. Da gehe ich jede Wette ein. Grummel, Griesgram und Schleichmichel fanden viele Rezepte in dem alten Buch, das wohl kaum jemand sonst angefasst hätte, weil es so schmutzig war. Sie stritten sich darüber, welches sie nehmen sollten. Doch schließlich kochten sie ein seltsam riechendes Gebräu zusammen, bis sie einen zähen Sirup hatten, der nicht nur aussah wie Honig, sondern auch so schmeckte. Damit ausgerüstet zogen sie ins Regenbogenland, um den Sternwichten zu helfen. Sie fuhren auf einem alten Tandem, das sie auch auf dem Sperrmüll gefunden hatten und das entsprechend klapperte und knarrte. Grummelchen, du sagst ja gar nichts. Bist du noch da? Ja, ich sitze hinter dir und kann überhaupt nicht sehen. Das sollst du ja auch gar nicht. Du sollst nur treten, damit es für mich nicht so schwer ist. Was? Ja. Treten soll ich auch noch? Dann hätte ich ja auch allein fahren können. Ja, das kannst du auch gleich tun, wenn es bergauf geht. Nein. Erst wenn es bergab geht. Das könnte dir so passen. Festhalten, da liegt ein Stein. Ah, da musst du doch nicht rüberfahren. Weiche ihn aus, Schleichmichel. Bitte, nein. Nein, wir stürzen. Oh, Teufelsgroßmutter, hilf mir. Grummelchen. Hilfe. Was jammerst du denn? Ist doch schon längst vorbei. Oh, du Dummkopf. Beinahe wären wir gestürzt. Ich hätte mir Arme und Beine brechen können. Und mein Helm, wenn ich den verloren hätte. Das ist ja nur, weil du so wackelst. Sitz jetzt endlich still. Kann ich nicht. Na, du musst es aber. Nur in den Kurven musst du dich zur Seite legen. Pass auf, jetzt geht es rechts rum, ja. Zur Seite. Ja. Nein, nicht doch nach links, zur anderen Seite, nach rechts. Zur anderen, aber. Ja, und jetzt links rum, zur Seite, ja. Links. Nach links, Grummelchen, nach links. Na? Ist das nicht schön? Gut so, Schleichmichel. Ja, sehr gut, Grummelchen. Siehst du, mit dem Tandemfahren ist gar nicht so schwer. Ja, ist gar nicht schwer, wirklich nicht. Ganz leicht. Kommt wieder eine Kurve? Nein, jetzt sind wir ja schon im Regenbogenland. Es ist nicht mehr weit bis zu den Sternwichten. Du kannst dich schon mal freuen, weil du heute eine gute Tat vollbringen wirst. Eine gute Tat? Ja. Das gefällt mir aber gar nicht. Könnte ich nicht wenigstens ein bisschen mit meiner Graukanone schießen? Nein. Nur ein bisschen, Schleichmichel. Später vielleicht. Erst wird den Sternwichten geholfen, klar? Ja, das ist schon klar. Ach, was ist das für ein Tag heute? Eine gute Tat. Das könnt ihr mir die ganze Woche verderben. Ach, was sage ich, für den Rest des ganzen Jahres werde ich unglücklich sein wegen dieser guten Tat. Die Regenbogenkinder schrubbten und scheuerten, um ihr Zauberhaus sauber zu machen und neu anzumalen. So viel Mühe sie sich aber auch gaben, sie kriegten die schwarze Farbe nicht ab.
Stuhl. Ich glaube, das können wir vergessen. Die Farbe ist so dick, als ob das ganze Haus daraus bestünde. Alles ist schwarz. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Grummel Griesgram muss irgendetwas mit den Sternwichten angestellt haben. Wenn das wahr ist, dann bekommt er es mit mir zu tun. Die Sternelfin kommt. Was ist denn mit denen los? Hey, schnattert doch nicht alle durcheinander. Was ist los? Hier ist schwarz. Von wem redet ihr? Die Sternwichte! Ach du meine Güte. Viel habe ich wirklich nicht verstanden. Aber es geht wohl um die Sternwichte. Die sollen alle schwarz sein. Da ist was passiert. Kommt, da müssen wir hin. Ich fürchte, Grummel Griesgram hat doch irgendwas mit den Sternwichten angestellt. Und wo sind die Sternwichte jetzt? Könnt ihr uns das auch sagen? Am Fluss? Aber die Farbe geht nicht ab. Na schön, dorthin gehen wir jetzt. Ja. Regina und ihre Freunde riefen das Pferd Sternschnuppe herbei und ritten auf ihm zum Fluss hinunter. Sie wollten unbedingt wissen, ob den Sternwichten etwas passiert war. Zuerst schien es, als seien die Wichte gar nicht am Fluss. Doch dann entdeckte Regina die kleinen Freunde. Da drüben sind sie. Wo? Ich sehe sie nirgendwo. Ihr Wichte, ich bin es. Das schönste Pferd im ganzen Universum. Wollt ihr nicht kommen und mich bewundern? Da sind sie. Hinter dem Busch. Sie verstecken sich. Du lieber Himmel, wie ich das finde, wie sehen die denn aus? Sie sind schwarz. Alle sind pechschwarz. So, als ob sie in schwarze Farbe gefallen wären. Weißt du, Wobble, du bist ja auch dabei. Ja, oh Gott, ja. Willst du nicht hinter dem Busch hervorkommen? Wir haben dich ja sowieso schon gesehen. Ich würde lieber hierbleiben. Rotbart, dich erkenne ich erst jetzt. Du lieber Himmel, was ist bloß los? Fass mich lieber nicht an. So ein Unsinn. Warum sollte ich dich nicht anfassen? Komm her, mein Kleiner. Du bist doch mein Freund. Jetzt ist deine Hand ganz schwarz. Na schön, das färbt ein bisschen ab. Na und? Dann wasche ich mich im Fluss und alles ist wieder in Ordnung. Oh nein, eben nicht, Richard. Oh, wie siehst du denn aus? Das ist ja furchtbar. Du wirst ganz schwarz. Was? Nicht nur deine Hand wird schwarz, deine Arme auch. Oh, und dein Gesicht, der ganze Körper. Ja, du hast dich angesteckt. Ja, tatsächlich. Wie ist das möglich? Ich bin schwarz, von oben bis unten. Oh Gott, das ist ja entsetzlich. Ach, regt euch bloß nicht auf. Das ist ja nur ein bisschen Farbe, das geht ganz leicht wieder ab. Ich springe einfach ins Wasser und dann werdet ihr ja sehen. Meinst du wirklich, das hilft? Bei den Sternwichten hat Wasser auch nicht geholfen, sonst wären sie ja längst wieder bunt. Nein, mit Wasser geht es nicht. Wenigstens nicht bei uns. Aber bei mir, ihr werdet es erleben. Hallo, rein ins Vergnügen. Hui! Maria, du auch. Du wirst auch schwarz. Ich habe Smaragda berührt. Oh Gott, das hättest du nicht tun dürfen. Seht doch, Richard. Aber Richard, willst du dich nicht endlich waschen? Du bist ja immer noch schwarz. Die Farbe geht nicht ab. Nein, die geht wirklich nicht ab. Ich kann schrubben und reiben, so viel ich will. Geht nicht runter. Wie ich das finde. Ich bin total schwarz. Sogar mein Kleid und meine Schuhe sind schwarz. Die Strümpfe mit Schmuck und überhaupt alles. So eine Gemeinheit. Was habt ihr bloß gemacht, ihr Sternwichte? Das ist doch jetzt egal, Richard. Viel wichtiger ist doch, wie wir diese schwarze Farbe loswerden. Ich will wieder bunt sein. Oh, Regina, bitte hilf uns doch. Bitte hilf uns. Macht euch keine Sorgen, meine Lieben. Jetzt werde ich Farbkristalle aus dem Bergwerk holen. Und ich bringe euch die richtigen. Schließlich bin ich das klügste Pferd unter den Sternen. Ich bin gleich zurück. Das war eine böse Überraschung für Regina Regenbogen und ihre Freunde. Was sie auch versuchten, um die schwarze Farbe loszuwerden, es war vergeblich. Traurig ließen sie sich schließlich ins Gras sinken und überlegten, was sie wohl noch tun könnten. Grummel Griesgram und Schleichmichel aber stellten ihr Tandem ganz in der Nähe ab und schlichen sich heimlich und leise an sie heran. Oh.
Siehst du das, Schleichmichel? Gar nicht so schlecht. Die Sternwichte sind schwarz. Total schwarz. Ja. Sogar die Augen, die Lippen, die Haare, die Kleider, Strümpfe und Schuhe sind schwarz. So als hätte man sie in schwarze Tinte getaucht. Ja. Und die Regenbogenkinder sind traurig. Ja, sie sind traurig. Das ist wunderbar. Es könnte gar nicht schöner sein. Die Farbe geht nicht mehr ab, Grummel. Nein, die geht nicht mehr ab. Das ist die beste Farbe, die ich kenne. Farbe darf nicht abgehen. Sie muss bleiben. Am besten ein Leben lang. Hast du vergessen, dass wir den Regenbogenkindern helfen wollten? Wollten wir das? Ja, das wollten wir. Und das müssen wir auch. Du hast sie mit deinen Bonbons vergiftet. Ja, und? Es ist doch nicht meine Schuld, dass es so gekommen ist. Die Sternwichte hätten meine Bonbons ja nicht zu nehmen brauchen. Warum mussten sie denn so dumm sein, sie auch noch herunterzuschlucken? Sowas tut man doch nicht. Nein. Eigentlich hätten sie wissen müssen, dass man von dir keine Bonbons nehmen darf. Aber nun ist es genug. Sieh doch, Maria Mandarina weint. Los, jetzt muss endlich Schluss sein. Sie weint? Ja. Wie kann sie nur? Dabei ist Schwarz doch eine so schöne Farbe. Die schönste Farbe, die ich kenne. Nein, aber die Regenbogenkinder mögen kein Schwarz. Sie lieben bunte und fröhliche Farben. Schwarz ist traurig. Was höre ich da? Du wagst es, sowas zu sagen? Ich liebe Schwarz und Grau. Von mir aus soll die ganze Welt nur grau und schwarz sein. Das wäre eine schöne Welt. Grummelchen. Ja, Schleichmichel, was ist? Du wolltest den Wichten helfen und den Kindern auch. Wirklich? Wollte ich das? Ja, das wolltest du. Das hast du versprochen. Und ein Versprechen muss man halten. Muss man wirklich? Ja, man muss. Aber ich weiß nicht, wie. Hast du das vergessen? Wir haben einen Brei gekocht. Der schmeckt wie Honig und sieht auch so aus. Dieser Brei wird den Sternwichten und den Regenbogenkindern helfen. Ja, wirklich? Einen Brei? Tu nicht so, als hättest du es vergessen. Wir haben extra in dem großen Buch nachgesehen. Ach, ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Aber nee, ich wage es nicht, den Sternwichten den Honigbrei zu geben. Vielleicht hilft er ihnen gar nicht und macht alles nur noch schlimmer. Na, ganz bestimmt nicht. Das kann man nicht wissen. Das kann niemand wissen. Das kannst auch du nicht wissen, nicht? Mit diesen Dingen muss man sehr vorsichtig sein. Vielleicht ist der Brei gefährlich für die Kinder. Ja, das können wir ja leicht feststellen. Tatsächlich? Wie denn? Indem du ein bisschen davon schluckst. Ich? Aber ich bin doch nicht schwarz. Das ist doch egal. Vielleicht wäre ich dann schwarz. So schwarz wie deine Seele. Das glaube ich kaum. Los, los, nimm etwas von dem Brei. Verlangst du das wirklich von mir? Ja, das verlange ich. Obwohl du mein bester Freund bist. Obwohl ich dein bester Freund bin. Aber dann reicht es vielleicht nicht mehr für die Kinder. Was ist denn, wenn wir nicht mehr genug Brei für alle haben? Dann werden wir neuen Brei kochen. So, und jetzt los. Wie lange willst du noch warten? Naja, wenn's denn sein muss. Los jetzt, oder ich werde böse. Ich gehe schon. Hallo. Hallo, Kinder. Grumme Griesgrau und Schleichmichel. Das ist Grumme Griesgrau. Passt auf. Er will uns was tun, der böse Grummel. Lauf weg. Hilfe. Er will uns alle schwarz machen. Nein, wartet. Grummelgriesgram will euch nichts tun, im Gegenteil. Er will euch helfen. Das glaubst du doch selber nicht, Schleichmichel. Ich wette, dass Grummelgriesgram der Schwarzmacher ist. Oh Gott, ja, das ist er. Er hat uns Bonbons gegeben und danach fing es an. Erst haben wir die schwarzen Kristalle aus dem Bergwerk geholt und dann wurden wir selber schwarz. Ach, so ist das, Grummelgriesgram. Du hast meine Freunde vergiftet? Ja, das hat er getan, Regina. Aber er wollte es nicht. Es tut ihm schrecklich leid.
ganz schrecklich leid. Nicht wahr, Grummelchen? Das stimmt doch. Ja, tut mir leid. Ich wollte nur einen Scherz machen. Nur einen klitzekleinen Scherz, damit ihr Spaß habt. Ich freue mich ja immer so, wenn ihr glücklich seid. Ja. Und da hast du den Sternwichten vergiftete Bonbons gegeben? Grummelgrießkram, mit Gift macht man keine Witze. Das weiß selbst der Dümmste aller Dummen. Nur mein dummes Grummelchen nicht. Ich weiß das nicht. Natürlich weiß ich das. Ich war ja auch ganz vorsichtig. Ich wollte ja nur ein bisschen schwarz. Ihr wisst, ich liebe diese Farbe. Für mich ist es die schönste von allen. Ja, Grummelchen, das hast du schon öfter gesagt. Gib Richard, Maria und den Wichten jetzt endlich den Brei. Wir haben nämlich einen Brei für euch gemacht, der alles wieder in Ordnung bringt. Wirklich? Ja, ganz großes Ehrenwort. Hier ist er. Riecht doch mal dran. Er riecht wie Honig und er schmeckt auch so. Und es sind gar keine Spinnenhaare drin. Spinnenhaare. Waren etwa Spinnenhaare in den Bonbons? In den Bonbons. Also da waren drin Honig und Spinnen. Nein. Das sagt Grummelchen ja nur, um euch zu ärgern. Aber es sind wirklich... Wirklich keine drin. Oh Gott, Spinnenhaare. Von dir nehme ich nie wieder ein Bonbon. Nie wieder. Von dir nehme ich keine Bonbon. Sie bringt Farbkristalle mit. Jetzt brauchen wir deinen komischen Brei nicht mehr, Grummelgrießkram. Sternschnuppe, endlich! Du musst uns helfen, Sternschnuppe. Aber mit dem größten Vergnügen doch, meine lieben Freunde. Soll ich Grummelgrießkram einen Huftritt geben? Nein, Sternschnuppe. Richard und Maria möchten die Farbkristalle haben. Und die Sternwichte warten auch darauf. Oh Gott, ja. Hier habt ihr sie, meine Freunde. Sie machen euch wieder schön. Aber es passiert ja gar nichts. Die Kristalle haften nicht. Sie fallen runter. Ich bin immer noch schwarz. Und ich auch. Ich auch. Oh, das tut mir aber leid. Du lügst. Es tut dir ganz bestimmt nicht leid. Nehmt den Zauberbrei. Er wird euch helfen. Ganz bestimmt. Ihr könnt ruhig davon naschen. Ich habe aufgepasst. Es ist nichts drin, was nicht gut für euch wäre. Also gut, ich versuche es. Wo ist der Brei? Hier, komm. Stippe deinen Finger rein und nimm ein bisschen davon. Schmeckt nicht schlecht. Wie lange dauert es, bis es hilft? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Wir müssen warten. Ja gut, warten wir. Ach ja. Regina Regenbogen und ihre Freunde hofften ebenso wie Grummelgrießkram und Schleichmichel, dass die schwarze Farbe verschwinden würde. Aber das tat sie nicht. Es veränderte sich überhaupt nichts. Sie warteten vergeblich. Richard versuchte, tapfer zu sein, aber Maria Mandarina und die Sternwichte weinten nur noch. Passiert überhaupt nichts. Nein, wir warten schon seit Stunden. Und nichts hat sich verändert. Du bist ein Betrüger, Grummelgrießkram. Wir lassen dich nicht weg, bevor wir dieses hässliche Schwarz los sind. Nichts, gar nichts an mir ist noch bunt und fröhlich. Alles ist schwarz. Ich mag gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Vielleicht müsst ihr mehr von dem Zauberbrei nehmen. Ja, das wird es sein. Ihr habt zu wenig genommen. Ach, das ist ja gar nicht wahr. Wenn dein Zauberbrei wirken würde, dann würde sich wenigstens ein bisschen was verändern. Aber alles bleibt so, wie es ist. Eure Farbkristalle wirken ja auch nicht. Das ist es. Juhu, jetzt habe ich es. Regina, was hast du? Was ist los? Hast du eine Idee? Weißt du, was helfen könnte? Sag's doch schon. Bitte, was ist das? Ich glaube wirklich, dass ich die Lösung habe. Die Kristalle helfen nicht und der Brei auch nicht. Beides für sich allein wirkt nicht. Aber wenn wir beide miteinander vermischen, hilft es vielleicht. Das ist eine gute Idee. Wir müssen es versuchen. Ja.
Grummel Grießkram, gib mir den Brei. Und du, Sternschnuppe, gib mir die Kristalle. Ja, natürlich. Hier hast du meinen Zaubergürtel, Richard. Vielleicht hilft er uns ein bisschen beim Vermischen. Ja, ja, das könnte sein. Ich glaube, es hilft. Ach, eigentlich hätte ich auch auf diese Idee kommen können, wo ich doch das klügste Pferd bin, das es je unter den Sternen gegeben hat. Jetzt ist es vermischt. Ich probiere mal. Ja, tu das. Das schmeckt ja noch viel besser. Toll. Ich auch. Lass mich auch probieren. Hier, Maria. Schmeckt's? Oh, ja. Oh, wirklich toll. Wie ich das finde. Richard, es wirkt schon. Zieh doch deine Strümpfe, sie werden rot. Und seine Haare auch. Jetzt wird wieder Richard Rosenherz auf sie. Ja, das ist es. Juhu, wir haben es geschafft. Das Schwarz verschwindet. Alles wird wieder gut. Gib mir auch noch einen Brei. Mir auch. Ich möchte auch noch was haben. Mir noch mehr. Nun war der Jubel groß. Richard Rosenherz, Maria Mandarina und die Sternwichte sahen plötzlich nicht mehr schwarz aus. Sie bekamen ihre schönen Farben wieder. Alle freuten sich. Auch Schleichmichel. Nur Grummel Grießkram sah griesgrämiger aus als je zuvor, als er mit den Regenbogenkindern zu der immer noch schwarzen Zauberburg hinüberging. Oh, ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Aber was machen wir jetzt mit unserer Zauberburg? Sie ist immer noch schwarz und hässlich. Ich finde, das soll derjenige wieder in Ordnung bringen, der dafür verantwortlich ist. Ach, du meinst die Sternwichte? Nein, nicht doch, Richard. Ich meine Grummel Grießkram. Er hat den Sternwichten die Bonbons gegeben. Und weil die Bonbons vergiftet waren, haben die Wichte die falschen Kristalle geholt. Ja, richtig, meine Lieben. Und weil das so war, wurde die Zauberburg schwarz. Ja. Grummel Grießkram muss die Burg wieder in Ordnung bringen. Was? Ich? Ja. Ja, Grummel Grießkram. Du musst es tun. Das ist deine Aufgabe. Los doch, fang schon an. Ja. Aber wie könnte ich das? Ich weiß ja gar nicht, was ich machen muss. Das ist ganz einfach, Grummel Grießkram. Nimm etwas von dem Brei und streiche ihn auf die Burg. Dann wirst du ja sehen, was passiert. Schleichmichel, was sagst du dazu? Soll ich das tun? Aber ja, du warst sehr böse. Du hast die Bonbons vergiftet. Und sowas muss bestraft werden. Und wenn die Strafe so gering ausfällt, dann ist das doch wirklich nicht schlimm. Also gut, ich bin ein friedlicher Mensch. Mir liegt ja auch so viel daran, dass ihr wieder glücklich seid. Ich reinige eure Zauberburg. Von oben bis unten, von innen nach außen, überall, bis nirgendwo mehr schwarze Farbe zu sehen ist. Das ist toll, Grummelgrießkram. Super. Wow, jetzt wird alles gut. Du bist gar nicht so böse, Grummelchen. Bitte, fang an. Ja, ich fange an. Seht ihr? Ich nehme etwas von dem Brei. So. Und jetzt streiche ich ihn an die Burg. Das Schwarz verschwindet. Tatsächlich. Das Zaubermittel hilft. Aber nur da, wo Grummel Grießkram es aufgetragen hat. An einer ganz kleinen Stelle wird die Burg wieder schön. Aber noch nicht überall. Ich dachte, ein bisschen Zauberbrei genügt und die Burg wird mit einem Schlag wieder so, wie sie früher war. So war es bei Richard, Maria und den Sternwichten ja auch. Oh, das tut mir aber leid, Grummelchen. Du dachtest, du musst gar nicht viel arbeiten. Und jetzt wurde nur ein winziges Stückchen wieder gut. Ja, nur ein winziges Stückchen. Aber das ist genug. Ich wollte nur beweisen, dass es geht. Mehr nicht. Ach, liebes Grummelchen, wirklich? Wie bist du nur vergesslich heute? Du willst die ganze Burg säubern, von oben bis unten, von innen nach außen, überall. Und sehr gründlich. Wirklich? Aber das dauert ja Tage. Ja, das macht ja beinahe gar nichts, Grummelchen. Wir sind ja bei dir und sehen dir zu, damit es dir nicht langweilig wird. Ne? Also, nun mal los, an die Arbeit.
An die Arbeit. Los, Grummelchen. Das ist deine Strafe. Oh. Ja, wir bleiben bei dir. Oh, ja. Ich bin gerne zu, wenn du arbeitest. Und jetzt passen auf, dass du nichts vergisst. Ja. Siehst du, Grummelchen? Alle haben ihren Spaß. Ist das nicht schön, anderen eine Freude zu machen? Ne? Ja.